Herr Sonnenbichler, Sie sind einfach genial. Haben Sie schon gelesen? Nein. Sie hätten es nicht besser machen können. Einfach richtig gut. Meinen Sie, die Leute nehmen mir das ab? Die Wahl haben Sie so gut wie gewonnen. Naja, schauen wir mal, was noch alles passiert. Die nächsten Tage kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ab morgen geht's richtig los in meiner Praxis. Ach so, ja klar, da haben Sie natürlich keine Zeit mehr für mich. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn Sie oder Ihre Frau mal zu einer Behandlung vorbeikommen. Ja, da müssen wir aber dann ein bisschen besser auf meine Kleider aufpassen. Ja, das stimmt. Aber ich habe den Türöffner jetzt auch so eingestellt, dass man hört, wenn jemand reinkommt. Ja, obwohl jetzt, wo ich als Verfechter von Freiheit und Toleranz dastehe, das ist eigentlich wurscht, ob ich mit oder ohne Hose heimgehe. Ja, Marinelli, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Neustart. Und nochmal vielen Dank für Ihre Unterstützung in der großen Politik. Ja, habe ich doch gern gemacht. Aber ich muss jetzt. Also ja. Frau Marinelli, machen Sie es gut. Ach, Herr Sonnenbichler. Danke. Danke für alles. Ach, nee, die behalte ich. Papa, du musst unbedingt mitkommen. Was ist denn los? Ich habe keine Zeit jetzt. Doch, du kommst jetzt mit. Noch eine gute Fahrt. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Danke sehr. Guten Morgen, Max. Morgen. Ist Ted Zastro schon da? Ja, im Büro. Danke. Guten Morgen. Morgen. Vielen Dank, Frau Engel. Wofür? Dafür, dass Sie Lukas gestern unterstützt haben. Es war mir ein Vergnügen. Ich selbst hatte einfach nicht die Nerven dazu. Lukas ist ein guter Freund und gute Freunde lässt man in der Not nicht im Stich. Wobei ich sehe, Sie hatten auch was davon. Schönes Stück. Ja. Das ist doch eine großzügige Belohnung für die ausgestandene Angst. Ich meine, Lukas hätte ja auch Haus und Hof verspülen können. Wobei, streng genommen hat er ja das schon hinter sich. Ich muss dann auch mal. Viel Glück dir noch. Störe ich? Hey. Einen schönen guten Morgen. Frieden? Es tut mir leid, dass ich mich gestern nicht für dich freuen konnte. Ich bin da einfach anders. Gegensätze ziehen sich nun mal an. Ich hatte trotzdem noch einen schönen Abend. Und zwar mit deinem Vater und deinem Onkel. Die beiden haben mich an der Bar aufgegriffen. Ah, danke. Und wollten es unbedingt mit mir aufnehmen. Dafür siehst du aber eigentlich ganz fit aus. Danke. Aber Alkohol hilft nicht gerade, wenn man Blackjack spielt. Keine Sorge. Es ging nur um Kleingeld. Trotzdem habe ich Ihnen 10 Euro abgeluchst am Ende. Vielleicht soll ich den Job wechseln. Du nimmst jetzt das Geld und tauschst die Kette um. Und dann gibst du den gesamten Gewinn Frau Zwick. Die Kette behältst du? Lukas, alles zusammen reicht gerade aus, um deine Schulden zu begleichen. Wie kann man nur so verdammt kleingeistig sein? Ich bin kleingeistig? Weil ich auf diese Kette verzichte, dir mein ganzes Erspartes gebe, damit du deine Schulden bezahlen kannst, womit du dann ins Casino rennst? Schau, das ist alles ganz lieb von dir. Aber deswegen kannst du trotzdem nicht bestimmen, was ich damit mache. Wenn ich dir was schenken will... Du drehst alles immer so, wie du gerade willst! Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das ankotzt! Gemacht haben.
Jetzt haben Sie doch wenigstens das Rückgrat und stehen Sie dazu. Sie haben doch nichts mehr zu verlieren. Ihren Spaß haben Sie ja wohl gehabt. Was ringen Sie denn so auf? Sie sind doch die Nutznießerin. Wollen Sie jetzt den Wahlkampf gewinnen oder nicht? Meine Ehe ist mir wichtiger als jeder Wahlkampf. Und hier, schauen Sie mal. So dumm, wie Sie behaupten, dass mein Mann ist, das ist er wirklich nicht. Da. Mein Mann hat Qualitäten, von denen andere nur träumen können. Dann habe ich ihm damit ja sogar einen Freund. Aha. Jetzt geben Sie es zu. Ja, ich war heute zufällig in der Nähe. Und so eine Gelegenheit, die bietet sich heute sehr selten. So. Schauen Sie mal her. Ist das nicht herzig? Wollen Sie es fürs Familienalbum haben? Das löschen Sie sofort. Und dann verlange ich von Ihnen, dass Sie sich auf der Stelle bei meinem Mann entschuldigen. Na, schon wirklich nicht. Ich streite einfach alles ab, weil Sie haben ja keine Beweise. Ich hab... Nachdem ich nun selbst mit von der Partie war, kann ich ihn ja schlecht verdammen. Ich hab doch auch schon mal Karten gespielt. Darum geht's doch gar nicht. Dein Lukas hat ein unglaubliches Händchen dafür. Blackjack ist kein reines Glücksspiel, da muss man ganz schön clever sein. Ja, clever ist er auch. Besonders beim Lügen. Tja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ich hab dich von Anfang an gewarnt. Aber du liebst ihn ja trotzdem. Ja. Da musst du auch lernen, seine Fehler zu akzeptieren. Der nennt mich kleingeistig, weil ich versuche, vernünftig zu sein. Ja, vernünftig war es bestimmt nicht von ihm, dir eine so sündhaft teure Kette zu schenken. Der spinnt total. Sandra, er liebt dich. Du bist ihm sehr wertvoll und das will er damit zeigen. Das kann er mir aber auch anders zeigen. Ja, aber jeder geht seinen ganz speziellen Weg. Und Männer hassen es, wenn man sie erziehen will. Schlecht gelaunt. Gestern ging es mir besser. Schau mal, das habe ich im Papierkorb gefunden. Gehört das nicht deiner Sandra? Sie wollte es nicht. Da habe ich sie entsorgt. Aber so ein wertvolles Geschenk lehnt man doch nicht ab. Sandra ist eben speziell. Sie wollte, dass ich sie verkaufe und das Geld meinen Gläubigern gebe. Sehr romantisch. Aber für den Müll ist sie trotzdem zu schade. Ach, wenn du willst, kannst du sie haben.